im Namen des Stadtteilvereins Speyer West zu dieser Veranstaltung begrüßen. Ich freue mich auch, dass Vertreter der Stadt, Frau Monika Kaps und Frau Münch-Weinmann, mit hier anwesend sind. Wir haben nicht allzu viel leider bewirken können in der Corona-Zeit. Sie wissen, unser Adventsmarkt, unser Flohmarkt, alles ausgefallen. Aber dennoch haben wir ein Projekt über den Verfügungsfonds der Stadt Speyer realisieren können. Und zwar eine begehbare Ausstellung, eine begehbare Plakatausstellung zum Thema Müll direkt hier im Vogbachtal. Dazu begrüße ich Sie recht herzlich. Wir gehen auch noch einige Bilder ab. Sie sehen da vorne schon das erste oder je nachdem, wenn Sie von Pannonia herkommen, das letzte Schild dieser Ausstellung. Insgesamt 6 Schilder sind aufgestellt worden. Dieses Projekt hat stattgefunden gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Purmann-Gymnasiums und verantwortlich im Wesentlichen für dieses Projekt und auch die Begleitung war die Silvia Holzhäuser, die uns dazu noch einiges sagen kann. Würde ich auch das Mikrofon gleich weitergeben. Eine Anmerkung noch von mir. Sie sehen hier auch, das ist ja ein Pressetermin, Pressevertreter und auch private Leute, die Fotos machen. Wenn Sie nicht auf ein Foto wollen, dann machen Sie das bitte deutlich. Muss man ja auch immer darauf hinweisen, Datenschutz wird ja hochgehalten. Ich gebe jetzt gleich weiter an Silvia. Vielen Dank auch an dich für das Begleiten des Projektes und Dank nochmal ausdrücklich an die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerin vom Purmann-Gymnasium. Ja, sehr geehrte Anwesende, ich freue mich sehr, Sie zu unserer offiziellen Eröffnung des Themenweges Müll und Umwelt im Vogbachtal begrüßen zu dürfen. Ja, die Zeit gleich auch auf den 19. Dreckwegtag der Stadt Speyer fällt. Ja, der Dreckwegtag ist gut, finde ich eine gute Einrichtung, aber es wäre nicht vonnöten, wenn nicht so viele Mitmenschen ihren Müll einfach in der Umwelt entsorgen würden. Die Vermüllung im öffentlichen Raum ist ein bekanntes und auch ärgerliches Problem. Und das bewusste und unbewusste Liegenlassen und Wegwerfen von Abfall und von Müll im öffentlichen Raum, daraus resultieren nicht nur hohe Reinigungskosten, die auf die Stadt Speyer zukommen und auch andere Kommunen, sondern es gehen damit auch ökologische Schäden einher. Gerade die Müllproblematik hat sich in der Corona-Zeit noch verstärkt. Ja, das Vogbachtal ist 2010 renaturiert worden. Es ist ein schöner und erholsamer Ort für die Menschen hier. Gerade in den Sommermonaten lädt im Prinzip das Vogbachtal ja auch zum Verweilen an. Und da ist auch gerade diese Müllproblematik auffällig und wirkt sehr störend. Ja. Warum werfen denn die Menschen eigentlich den Müll in die Natur? Ja, meist aus Gedankenlosigkeit. Sie sehen, dass ihre Belange so in dem Vordergrund stehen. Viele aus Bequemlichkeit, auch aus Unwissenheit, was gerade eine Befragung auch deutlich macht zu dem Thema Zigarettenkippen. Aber auch aus der Erziehung heraus. Keine Vorbilder, man bekommt es so vorgelebt. Ja, und es sind nicht nur die Jugendlichen, die den Müll einfach in der Umwelt entsorgen. So hat gerade zu dem Thema Zigarettenkippen die Verbraucherzentrale des Bundesverbandes, liegt zwar schon seit vor 4 Jahren, eine Umfrage getätigt, in der unter anderem 1/5 der Befragten angegeben haben, dass Zigarettenkippen die Umwelt nicht belasten, da sie auf natürliche Weise in Natur und in Wasser zersetzt würden. Ja, wir, der Stadtteilverein Speyer West, haben in Kooperation mit den Schülern aus dem Hans-Burmann-Gymnasium in Speyer das Projekt Themenweg Müll und Umwelt im Vogbachtal auf den Weg gebracht. Wir wollten mit diesem Projekt ein Bewusstsein und eine Sensibilisierung schaffen, um eine eventuell daraus resultierende Verhaltensänderung in Bezug auf Müllproblematik zu zeigen. Uns war es auch wichtig, Jugendliche in das Projekt mit einzubinden, um sie bewusst anzuregen,
sich mit dem Thema Müll und Umwelt auseinanderzusetzen. Dadurch erscheinen die Schautafeln auch in einem jugendlichen Sprachbild, das auch diese Zielgruppe ansprechen soll. Ja, und so sind 6 Schautafeln entstanden, die sich von hier, von da vorne, bis zur Wogbachschule entlang an der Wogbachstrecke veranschaulicht werden. Es gibt 6 Schaubilder mit den Themen Ursachen und Arten von Müll, die Auswirkungen von Müll auf Wasser, wie sind die Auswirkungen von Müll auf den Boden, die Auswirkungen von Müll auf Tiere, was man eigentlich auch gar nicht vergessen sollte, auch die Auswirkungen von Müll auf uns Menschen. Denn nicht nur die ökologischen Schäden sind dahingehend zu betrachten, sondern auch die Gefährdung jedes Einzelnen der Gesundheit der Menschen. Denn es wurden ja auch schon Mikroplastik im Körper des Menschen vorgefunden. Und noch das letzte Schild, was können wir tun, was können wir besser machen? Ja, das Projekt Themenweg. Liebe Maria, wo ist die Maria? Ach, das Projekt Themenweg nahm am 5.8. ja so richtig Fahrt auf. Ich habe noch mal im Kalender nachgeschaut gestern. Denn an diesem Nachmittag habe ich mich mit Maria Treptow, einer Lehrerin des Hans-Burmann-Gymnasiums, getroffen zum Kaffee und habe ihr einfach mal so meine Idee nahegebracht. Und es hat mich super gefreut. Sie war gleich Feuer und Flamme dafür. Und wir haben schon an diesem selben Tag ja schon mal ja Inhalte und die Gliederungen so ein bisschen durch den Kopf durchgegangen. Also es war wirklich war richtig gutes Treffen. Ja, und nach den Sommerferien gab es dann ein Rundschreiben an die Schüler über das Vorhaben. Und letztendlich haben sich 20 Schüler vorgefunden, die Lust hatten, und es waren wirklich Schülerinnen, es war kein Schüler, es waren alles Mädels, die Lust hatten, an diesem Projekt mitzuwirken. Die Schülerbeiträge waren sehr fundiert, mit Quellennachweisen gekennzeichnet und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, das ist mir wichtig zu sagen, hat mir so viel Freude bereitet und war auch sehr ergebnisorientiert und zielgerichtet. Ja, und mit den Rechercheergebnissen der Schüler, ja, und unserer Auswahl des Schilderdesigns, was auch etwas Zeit gekostet hat, trafen Maria und ich uns am 1.11. am Allerheiligen bei mir und haben sozusagen alles mal so in die Fasson gebracht. Am 21.11. haben wir dann eine Videokonferenz mit den beteiligten Schülern durchgeführt, um ihnen einfach die noch digitalen Schautafeln vorzustellen, um etwaige Korrekturmaßnahmen dann auch noch durchführen zu können. Dabei kam aus der Reihe der Schüler die Idee, in dem Feld Quellen, die auf jeder Schautafel versehen ist, einen QR-Code anzubringen, sodass Spaziergänger mit ihrem Handy den QR-Code abscannen können und dadurch weitere Informationen über das Internet über dieses Thema erhalten können. Wir fanden die Idee super, haben sie natürlich sofort aufgenommen und auch umgesetzt. Ja, und Mitte Dezember waren die Schautafeln fertig. Daher gilt auch mein Dank an die Firma Lea, Digitaldruck und Werbetechnik hier in Speyer, die für die analoge Version der Schilder zuständig war, der Dachdeckerei Kleinbühl für die Anbringung der Pfosten an die Tafeln, sowie dem Baubetriebshof, namentlich in Person Herr Bauer und sein Team, für die Aufstellung der Schilder in dieser Woche. So, jetzt sprach ich die ganze Zeit von den 20 Schülerinnen. Ich möchte, und mir ist es wichtig, diese jungen Damen hier auch einmal vorstellen. So. In alphabetischer Reihenfolge. So keine Wertigkeit sein. Da wäre als erstes mal die Nele Amoret, die Lina Benzosia, Fiona Kors, die Sarah Kors, die heute da ist, die Lucy Elbs, Katharina Geier, die Marlene Luisa Haugut, sie ist auch heute vor Ort, dann Maria Luana Kemter, Jana Rachel Kläs, die Sophie Muriel Krieger, die Enessa Luma, Annika Müller, Julia Dorothea Pohlmann, Sophie Helene Reichelt, die Paula Schlosser, Mara Amelie Steiner, die Leni Katharina Vogel, Jana Volkert, Emilia Wies und die Lea Zischerle. Vielen Dank, Mädels, für eure Mitarbeit und für eure Zeit, die ihr mit der Recherche zu den einzelnen Themen verbracht habt. Denn
Durch euch nur konnte dieses Projekt Gestalt annehmen und auch zu einem guten Abschluss gebracht werden. Ihr bekommt auch, jeder Schüler bekommt von mir einen Bleib mal deinem Becher treu. Das ist ein Becher, Mehrwegbecher-Pfandsystem. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Natürlich ist da nicht nur der Becher, sondern da ist auch noch was drin. Ja? Könnt ihr euch später abholen bei mir. Natürlich bin ich Realist genug, um zu wissen, dass wir mit dem Themenweg nicht die Müllproblematik per se hier in Speyer abschaffen. Wir haben in Speyer sehr viele und auch im Umland sehr viel engagierte Menschen, einige sehe ich auch heute hier, die in verschiedenen Projekten zu Themen wie Umwelt und Klima Sachen umgesetzt haben bzw. noch umsetzen werden. Jedes dieser Projekte ist wichtig, weil sie ein Um- und ein Nachdenken verursachen und auch ein Bewusstsein schaffen. Doch, und das ist ein Gedanke, den ich einfach hier mal weitergeben möchte, fehlt oft die Vernetzung der einzelnen ehrenamtlichen Personen, Gruppierungen oder Vereine, die sich mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit befassen und engagieren. Daher wäre es sinnvoll, wenn auf Ebene der Stadt eine Informationsplattform geschaffen würde, in der sich diese engagierten Menschen über bestehende, geplante oder laufende Projekte informieren, austauschen und auch gegeneinander und oder auch miteinander unterstützen können, sodass ein Transfer von Projekten auf andere Stadtteile auch möglich wäre. Auch im Allgemeinen ist die Politik dazu aufgerufen, ihre Bemühungen zu verstärken, um Privatpersonen, Unternehmen, die Produktion, den Konsum und ihr Verhalten umwelt- und klimafreundlicher zu gestalten. So viel zu meinen Worten. Danke fürs Zuhören. Und ich glaube, die Frau Münch-Weimann möchte gerne auch noch ein paar Worte sagen. Nehmen Sie einfach auch später die Zeit, gehen Sie durch das Burgbachtal, schauen sich die Tafeln an. Es wären, glaube ich, mir und auch den Jugendlichen eine Freude, auch ein Feedback dann darauf zu erhalten. Vielen lieben Dank. Darf ich Sie hier auch alle recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie so viele da sind. Ich freue mich auch, dass Monika Kaps, meine Kollegin, hier mit ist. Der heutige Dreckwegtag ist ja der Ehrenamtstag. Es sind auch einige Stadträte. Der Frank Hoffmann ist mit da aus der Gremienarbeit, Umwelt, Ziel für Holzhäuser selbst auch. Und wer ist noch in der Gremienarbeit? Es sind noch einige da. EBS, Jürgen Wölle, Umweltamt natürlich, Dr. Schwarz, Katrin Berlinghoff und so weiter und so fort. Also, es sind eher hauptamtliche, ehrenamtliche da, Menschen, die sich politisch engagieren, aber auch Menschen, die sich im Hintergrund für unsere Umwelt engagieren. Der heutige Tag ist eine wunderbare Vernetzung von ehrenamtlichem Engagement, Schule, einfach klasse, ihr Mädchen, dass ihr da seid und Powermädchen seid. Und ich gehe mal davon aus, dass wir die Jungs dazu auch noch bekommen. Wenn der Stadtteilverein Speyer-West eine neue Idee hat, die haben nämlich immer wieder Ideen, dann sind das nächste Mal die Jungs dabei und die lernen das auch noch. Okay, also wie gesagt, heute ist der Dreckwegtag. Dieser Weg am Wurgbach ist toll. Der Wurgbach ist ja entstanden durch die Aktion Blau. Das war ein tolles Projekt 2010, hat die Silvia gesagt. Eine Weiterentwicklung. Der Wurgbach wird viel und gerne genutzt. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Kinder, Familien, Jugendliche. Also wirklich für alle Generationen und auch für alle Geschlechter, möchte ich hier nochmal sagen. Ein schöner Treffpunkt. Und heute, das Wetter haben wir alle verdient. Auch die, die in Speyer Dreck wegmachen heute auch auf ehrenamtlicher Ebene. Und diesen Zusammenhang möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei Frau Schimmele bedanken, weil Frau Schimmele die gesamte Vorbereitung für den Dreckwegtag gemacht hat. Sie ist immer im Hintergrund, winkt ganz leise und, oder vorsichtig, ist ganz wichtig. Also es ist wichtig, dass Ehrenamt, Hauptamt miteinander sich gut vernetzen und funktionieren. Nur so können wir eine saubere Stadt bekommen. In diesem Sinne, Müll nicht rum, bleib sauber. Jetzt wird aber heute auch noch ein Automat eingeführt für die Zigarettenkippen. Ich habe eine als Nichtraucherin gefunden. Da würde ich jetzt gerne Frau Tatjana Stärk bitten, kurz vorzukommen. Frau Stärk ist eine Speyerer Bürgerin. Sie hatte die Idee, hat sich an die Stadtverwaltung gewandt. Und das Umweltamt hat die Idee aufgenommen und in diesem Rahmen wollen wir heute auch die Eröffnung machen. Frau Stärk ist bereit, ein paar Worte hierzu zu sagen. Hier, ich übergebe das Mikrofon. Bitte schön. Okay. Ich glaube, es geht so.
Ja, also vielen, vielen Dank, dass Sie mich jetzt auch ein paar Worte sagen lassen und vor allem auch vielen, vielen Dank an die Stadt Speyer, die, also gefühlt, letztlich habe ich eine E-Mail geschrieben mit dieser Idee und ich finde es toll, wie dieser Impuls aufgegriffen wurde und angenommen und mit dem Weg verbunden und weiterentwickelt wurde und letztlich auch umgesetzt wird. Ich hoffe, dass viele Zigaretten drin landen, andererseits hoffe ich natürlich, dass wir langfristig vielleicht die auch wieder abmontieren können, weil einfach gar keine Kippen mehr gibt. Also vielen, vielen Dank, dass Sie das so aufgegriffen haben, weiterentwickelt haben und ich finde es auch schön, dass, weil es so ein bisschen zeigt, dass, ich sag mal, jede engagierte Idee oder jeder Schritt im vielleicht richtigen Moment an die richtigen Menschen so viel Gutes anstoßen kann und das kann letztlich jeder, also wie sie gesagt hat, ich bin auch nur eine ganz normale Bürgerin und ich glaube, jeder hat die Chance, was Gutes anzustoßen. Dankeschön. Das nennt sich praktizierende Beteiligung. Willst du den Weg nun offiziell eröffnen, uns wird ein Weg. Genau. Also hiermit würde ich dann einfach dann, ja, mal ohne rot-weißem Flatterband einfach den Themenweg eröffnen. Die Presse hat noch gebeten um ein Gruppenbild, Mädels. Also wenn ihr nichts dagegen habt, wäre es mir eine Freude und eine Ehre, wenn ihr natürlich mit dabei seid. Und wollte ich noch was sagen? Und die Geschenke. Gell, die Geschenke nicht vergessen, die holt ihr euch bitte auch ab. Ja? Okay, gut. Und die Brezeln, bitte jeder eine Brezel nehmen, sonst, ich glaube, mein Mann ist mir furchtbar böse, wenn ich mit 30 Brezeln wieder nach Hause komme. Danke.